Willkommen zurück zu Gothic. Nicht mehr auf der Flucht vor dem Lurker. Der hat mittlerweile die Verfolgung zum Glück aufgegeben. Sondern auf dem Weg zum Sumpflager. Und bevor ich da jetzt durchs alte Lager durchgehe, möchte ich um das alte Lager außen rum. Denn es gibt hier, abgesehen von dem Turm, noch eine andere kleine Sache, die ich gerne erforschen möchte oder zeigen möchte, an die ich mich erinnere. Das ist eine kleine Höhle, die nicht so sofort erkennbar und ersichtlich ist, wenn man das Spiel nicht kennt. Und deswegen werde ich dort jetzt hingehen, weil es auf dem Weg liegt, und euch das zeigen. Und wenn ich mich recht erinnere, gibt es da auch ein bisschen Erfahrung und ich brauche nicht mehr so viel für Stufe 7. Dann habe ich immerhin wieder ein bisschen mehr Lebenspunkte. Und ja, ich muss mal schauen, dass ich eine gute Zweihandwaffe finde, damit ich endlich Zweihänder sinnvoll lernen kann. Na? Na? Willst du nicht hochklettern? Dann kletterst du vielleicht hier hoch, oder? Ja, braver Junge. Gut gemacht. Hallo Gilbert! Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager, hatte Ärger mit Gommes Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Schätze, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. Ich immerhin nicht. Was machst du? Da hat's wieder doppelt gezählt. Was machst du denn hier? Hä? Hab nicht oft Besuch hier oben. War eine gute Leistung von dir, mein Versteck zu finden. Was machst du? Ich hatte die Schätze. Okay, da kommt jetzt auch nichts anderes mehr, wenn er mich entdeckt. Okay, tatsächlich habe ich gerade 100 Erfahrung gekriegt, dafür, dass er mich angesprochen hat. Ist das seine Truhe? Rechts, links. Rechts, links, links, rechts. Fleisch, Käse, Bier, Erz. Das ist nur zu deinem Besten, Gilbert. Nur zu deinem Besten, weil es natürlich für dich viel besser wäre, wenn du wieder zurück ins Lager kommen würdest. Oder zu uns, ins neue Lager. Und ich habe gerade ein bisschen Angst, wie ich da wieder runterkomme. Verdammt. Nein! Puh, das war knapp. 104 Lebenspunkte fehlen mir jetzt. 24, 36, 48, 60. So, komm. 90, 105. Wunderbar. Geht doch. Und ich ärgere mich immer noch ein bisschen, dass ich den Nebeneffekt von diesen blöden Höllenpilzen nicht kriege. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, ich habe doch jetzt so viele schon gefuttert. Keine Ahnung, woran das liegt. Und es wird langsam spät, sehe ich gerade. Es wird langsam dunkel oben. Ja, es ist wieder 7:30. Habe ich schon erwähnt, dass die Laufwege in Gothic einfach viel zu lange sind? Dummdi-dumm. Gut, diesmal mit der guten Waffe, mit der Rüstung, laufe ich jetzt wirklich durch den Wald durch. Zumindest so am Waldrand lang, um ein paar Gegner mitzunehmen. Vielleicht finde ich auch ein paar nützliche Sachen. Hier, guck mal, Scavenger. Auf ins Getümmel! Wie viel Erfahrung brauche ich noch? Oh, nur noch 200. Das sind 4 Mole Rats. Ja.
fehlt noch genau einer. Aber ich sehe gerade da hinten, das da ist ein fettes Viech. Das da rechts. Das sind, wenn ich mich recht erinnere, Schattenläufer. Und die geben relativ gute Erfahrungen. Ich glaube 300 oder so, sind aber halt auch entsprechend zäh. Wolf, komm her. Wolf, yeah. Oh, ich merke gerade, ich kann es ja voll gut mit den Wölfen schon aufnehmen. Ich hatte gerade Angst. Fell und Zähne. Wunderbar. Hey, dann bin ich ja stärker, als ich dachte. Coole Sache. Stufe 7. Yeah. So. Wäre doch gelacht, wenn ich hier nicht durchkäme. Am Waldrand lang. Plus bitte mit dem Schattenläufer, dieses dunkle Viech mit dem riesigen Fell. Da muss ich echt aufpassen. Weil die Schattenläufer, die sind richtig gefährlich. Ich meine, irgendwann, klar, irgendwann bin ich stark genug, um sie zu bekämpfen. Oder zu besiegen, genauer gesagt. Bekämpfen kann ich sie ja immer. Ob ich gewinne, das ist die Frage, die entscheidende. Das da sind Varane, das sind keine Lurker. Das sind Varane, aber halt mehrere. Aber ich würde gerne mal versuchen, wie ich mit denen zurechtkomme. Oder zumindest im Einzelnen. Gut, der hat meine Fährte. Verdammt, der andere auch. Ich will natürlich nur einen. Ah, verdammt. Zwei auf einmal sind zu viel. Aber die geben ja noch weniger Erfahrung als so ein Wolf. Die sind ja einfacher als ein Wolf. Hörst du auf, mich zu verfolgen? Hörst du damit auf? Fein gemacht. So. Wie brauche ich jetzt? 70. 70! Das war blöd. So, 15 und 36 macht 41. Dann fehlen mir noch 20. Und 20 wären dann 2 Bären oder so. Boah, passt schon. Voll geheilt. Und jetzt. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich krieg euch. Es wäre doch gelacht. Außerdem will ich euren Kollegen noch ausnehmen, bevor er verschwindet. Hoffentlich ist er noch da, verdammt. Blutbuchensamen, was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Hey, wo ist euer Kumpel? Ich konnte den nicht ausnehmen, ihr Schweine. Könntest du bitte aufhören zu blocken? Geht doch. So, aber ich glaube... Ah, Krallen. 4 Stück. Ich glaube, die Viecher oder die Kadaver, die verschwinden, wenn man zu weit weggeht. Kann das sein? Oder vielleicht doch nach einer gewissen Zeit? Oder waren die jetzt einfach nur woanders? Und ich habe nur an der falschen Stelle geguckt. Nee, ne? Schade. Schade, schade, schade. Ah, bevor ich jetzt hier wieder weggehe und nichts mehr kriege, werde ich erstmal Scavenger ausnehmen. Wo ist die Fliege hin? Da ist die Fliege. So. Na komm. Das reicht jetzt erstmal an Kämpfen vorbei. Komm, diese eine Fliege. Bevor es ganz dunkel wird, hole ich mir den noch. Boah, das geht ja echt einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell so stark werde in dem Spiel. Eine Höhle. Die schaue ich mir allerdings lieber mal bei Tageslicht an. Oh, da ist noch eine Höhle.
bei den Mole Rats. Auch das werde ich mir bei Tageslicht genauer anschauen. Vielleicht auf dem Rückweg. Ja doch, auf dem Rückweg kann man das bestimmt sehr gut einbauen. Jetzt werde ich erstmal ins Sektenlager gehen, damit hier die Story ein bisschen vorankommt. Eine Runde schlafen und dann mit Lester quatschen. Oder vielleicht, wenn ich ihn vorher treffe, vielleicht vorher mit Lester quatschen. Lester, oder? Lester oder Laris? Ich weiß es nicht. Lester. Ich hüpfe immer so die ganze Zeit rum. Das ist einfach, keine Ahnung, blöde Angewohnheit von mir. Ich weiß auch nicht warum. Hat nichts zu bedeuten. Ach, da ist er doch. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Okay. Erzähl mir was. Erzähl mir was über das Land. Was willst du wissen? Ach so, nö, okay. Das ist alles uninteressant. Und den Weg... Zeig mir den Weg. Den hätte ich einfach fragen können. Nein. Da hätte ich mich nicht so verlaufen. Verdammt! Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Der Schläfer möge dich behüten. Okay. Yeah! Kapitel 2. Das Nest der Minecrawler. Habe ich es nicht gesagt? dass hier bald das zweite Kapitel anfängt. War bisher nur so ein Gefühl von mir. Yeah. Das ging ja dann doch um einiges schneller als gedacht, muss ich sagen. Wow, was ein Sprung. Was ich suche? Ich suche meine Schlafgelegenheit bei... Wie heißt der? Fortuno. Nebendran, da wo ich den Typen weggeschickt habe, um arbeiten zu gehen. Ja, okay. Ach, was soll's. Ich muss nicht schlafen. Ich gehe einfach zum Tempel. Da drinnen ist wahrscheinlich eh kein Licht. Altion. Alles klar, Alter. Okay, die lassen mich einfach rein. In ihr innerstes Heiligtum? Halt! Ah, nee. Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Na, das ging ja einfach... Wow! Ach so, die führen einfach nur wieder zusammen, oder die Wege? Ja, ja, klar. Das ist mein Stilelement. In Wirklichkeit gibt es nur einen Weg. Nämlich nach drinnen. Oder ist vielleicht einer für rein, einer voraus? Keine Ahnung. Na, Meister, wie läuft's denn so? Lässt du dich verwöhnen, hm? Von deiner hübschen Charlie? Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Natürlich darf ich. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte... Nun gut. Was willst du? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Okay, wo ist er denn? Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben.
In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Ja, ganz bestimmt. Wo finde ich den denn? Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Cool, dankeschön. Ja, natürlich habe ich ihn noch nicht gefunden. Ich habe auch noch nicht gesucht. Aha, was haben wir hier? Aha, mhm, interessant. Ja, mhm, ja. Nein. Im zweiten Teil kann man diese Bücher lesen und kriegt dann jedes Mal ein bisschen Erfahrung dafür. Aber im ersten wohl noch nicht. Ich will jetzt aber auch nicht unhöflich sein und irgendwie die Kisten öffnen oder so. Nee, das käme bestimmt nicht gut. Natalia! Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Warum soll ich das nicht dürfen? Vielleicht darfst du nicht mit mir reden, aber... Natürlich darf ich mit dir reden. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Was sagt denn die... Das ist die, genau, die normale Karte. Und ich habe die Fokuskarte von Iberion. Wenn ich die jetzt nehme und dann M drücke, welche kriege ich dann? Dann kriege ich die große Karte, okay. Das heißt, ich muss die Fokuskarte manuell jedes Mal auswählen. Naja, okay, hätte man sinnvoller lösen können, aber ist jetzt halt so. Was soll's. Okay, gut. Ich werde jetzt nicht nachts, vor allem am Anfang der Nacht, nach dem Fokus suchen. Sondern erstmal meine Schlafstätte suchen bei Fortuno wieder, genau. Bei Fortuno unter Kokalom. Und dann die Nacht verbringen. Und dann am nächsten Morgen den Fokus suchen. Mit Tageslicht und so. Ach, da bin ich ja schon. Ha? Wie praktisch. Dummdi-dumm. Gute Nacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder auf der Suche nach dem Fokus. Tschüss.